Die drei Weltpatente in der Gempuri-Kosmetik-Serie. Weltpatent Nummer 1. Die Wirkstoffe in den Kosmetika sind fermentiert. Was bedeutet das? Wenn ein Nährstoff fermentiert wird, vermehren sich seine aktiven Inhaltsstoffe. Durch die Fermentation werden die Moleküle der Wirkstoffe fragmentiert, wodurch sie viel leichter aufgenommen werden können. Weltpatent Nummer 2. Hydrolysierte RNA-Technologie. Was bedeutet das? Die RNA hat die Rolle eines sogenannten Botenmoleküls, das auf zellulärer Ebene arbeitet, die normale Produktion von Hautbestandteilen und die Aufnahme von Nährstoffen steuert und reguliert. Es handelt sich um eine proprietäre Technologie, die RNA durch Hydrolyse in ihre Bestandteile aufspaltet, sodass diese effizienter absorbiert werden können. Es reguliert die Produktion verschiedener Stoffe in der Haut und spielt eine Rolle bei der Hautverjüngung und Regeneration, indem es beschädigte Zellen erneuert. Warum ist das notwendig? Mit der Zeit verlangsamt sich die Produktion dieser zellulären Bestandteile, ebenso wie die Produktion von Hyaluronsäure und Kollagen, die für die Wasserspeicherung, Festigkeit und Elastizität der Haut verantwortlich sind. Dieser Zustand kann durch die hydrolysierte RNA-Technologie wiederhergestellt werden. Weltpatent Nummer 3. Natürliche pflanzliche Konservierungsmittel. Dank 10-jähriger Entwicklungsarbeit sind die Gempuri-Kosmetik-Serie mit Kräutern konserviert, was den Einsatz von künstlichen Konservierungsstoffen überflüssig macht. Diese Kosmetika könnten sogar gegessen werden. Sie werden in ihnen keine Inhaltsstoffe finden, die sie dort nicht finden möchten.